Hi Leute, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und heute habe ich wieder drei super tolle Überraschungseier mitgebracht, die ich gemeinsam mit euch und dem Krümelmonster jetzt auspacken werde. Und auch hier haben wir nicht irgendwelche Überraschungseier. Nein, wir haben ganz super spezielle Überraschungseier aus Frankreich von einer französischen TV-Serie, die es schon seit den 1960er Jahren, also seit über 50 Jahren existiert und im Deutschen das Zauberkarussell heißt. Und ich bin schon gespannt, wen wir haben werden. Auf der Verpackung steht auch, wie typischerweise bei diesen Dreierpacks, dass wir mindestens eine Figur in diesen drei Eiern haben werden aus der TV-Serie. So, ich bin schon wirklich gespannt, was wir bekommen werden. Und deswegen, oh Gott, die ist schon etwas zerdrückt, das Ei, deswegen fangen wir auch gleich an, das Ganze auszupacken. Okay, Krümelmonster, was meinst du? Dies hier soll unser erstes Ei für heute sein. Okay. Dann fangen wir einfach mal an. Ich bin sowieso immer gespannt, wenn wir ausländische Überraschungseier haben. Überraschungseier aus anderen Ländern, wie hier aus Frankreich. Ihr wisst ja, das haben wir hier öfters mal auf diesem Kanal. Und wir schauen einfach mal, was in dem ersten Ei drinne ist. Okay, ich glaube, es ist etwas, was wir erst einmal zusammenbauen müssen. Und was aus jeder Menge Einzelteile besteht. Ja. Sieht so aus, als würden wir eine kleine Gitarre bauen. Ja, eine kleine Gitarre, cool, ein Musikinstrument. Aber während ich das zusammenbaue, interessiert mich einfach mal, wer von euch kann ein Musikinstrument spielen? Es muss ja nicht Gitarre sein, aber vielleicht könnt ihr ja die Flöte spielen, ein Triangel, Klanghölzer, vielleicht aber auch Klavier. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, wer von euch ein Musikinstrument lernt. Ich selber kann tatsächlich auch ein bisschen Gitarre spielen und ich spiele regelmäßig Flöte. Ja, das war ganz einfach zusammengesteckt, aber wir sind auch noch gar nicht fertig. Hier schaut nämlich noch eine kleine, ja, was ist das? Eine kleine Maus heraus. Ist das eine Maus? Ja. Cool, also wie gesagt, lasst mich wissen, wenn ihr ein Musikinstrument spielt oder vielleicht wenn ihr auch einfach nur in einem Chor singt oder wenn ihr in der Schule schon mal ein Musikinstrument gespielt habt. Und in der Zwischenzeit packe ich schon mal das zweite Ei aus. Wie gesagt, das sind spezielle Überraschungseier aus der Sendung Das Zauberkarussell aus Frankreich, die es schon seit den 1960er Jahren gibt. Okay, was haben wir hier? Das sieht aus wie eine kleine Schnecke. Ja, definitiv eine kleine Schnecke. Mit einem Schal um den Hals gebunden. Scheint wohl gerade Winter zu sein. Okay. Ja, ich denke, das ist die Figur aus dem Film Das Zauberkarussell, die ja garantiert gewesen ist in dieser Verpackung, in dieser Dreierpackung Überraschungseier. Und als drittes und letztes nehmen wir das Ei, was schon so ein bisschen zerdrückt und lädiert aussieht. Und was haben wir denn hier? Ich denke, das ist ein kleiner Pirat. Ein Pirat in einem Schneckenhaus. Schon wieder eine Schnecke. Cool. Ja, definitiv eine Piratenschnecke, wenn man so möchte. Hier haben wir nochmal die Schnecke aus dem Zauberkarussell. Und die Gitarre. Tolle Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, den Ü-Ei-Kanal zu abonnieren. Und mir einen Kommentar zu schreiben.
Mein Name ist Gunnar und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir gemeinsam wieder Überraschungseier auspacken. Bis dahin.